Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Primitive Society Simulator, wo wir wieder mal ein Tutorial machen. Heute ist es der Kampf. Na? Ich habe es ja schon beim letzten Video erklärt und in der ersten Staffel. Ich selbst möchte mich darüber wirklich informieren, wie das Spiel funktioniert. Und für dich ist das, klingt jetzt blöd, vielleicht auch ganz angenehm, vorher zu sehen, wie es funktioniert. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ja, doch, eigentlich so dumm ist das Spiel gar nicht. Schaue ich mir mal genauer an. So, und schon habe ich die Zeit überbrückt. So, rüste alle Primitiven mit Feuersteinsperren aus. Gut, also auch anklicken. Achso, ich soll erstmal Gas geben. Gut, dass ich hätte gar nichts machen müssen. Knochenrüstung aus. Diese Knochenrüstung hatten wir vorher noch nicht. Hier scheine ich dann wirklich selber klicken zu müssen. Da. Und Scara Arrow. Zack. Haben sie alle die Rüstung. So. Ein teufeliger Säbelzahnwolf auf dem Weg zu deiner Siedlung. Oh, das sieht aber süß aus. Warte mal langsam. Der ist ja auch gleich nebenan. Das ist ja nicht mal so, dass man das sagen kann. Ja, da habe ich noch 3 Minuten Zeit. So, also, was sagt er mir? Wählen Sie alle Stammesmitglieder aus und klicken Sie auf Befehligen, um sie auf den Kampf vorzubereiten. Wir wählen die alle aus. Ich mit Shift gedrückt halten. Also Shift groß schreibt hatte. Da ist der. So, befehlen Sie Ihrem Stande. Habe ich jetzt überhaupt alle, ja. Und ich soll hier hinklicken, ja. Den Säbelzahnwolf anzugreifen. Macht mal. Klicken Sie auf Abbrechen. Ich habe abgebrochen. Wählen Sie einen Stammes und klicken Sie auf. Oh, wenn du so vorgehst, dann Stimmung. Beobachten Sie die Stämme. Ach so, jetzt müssen wir so einen beruhigenden Ort bauen. Das ist ja was, ich habe das damals einfach nur gebaut, weil war halt so, ne? Warum auch immer ich das gebaut hatte, weiß ich nicht. War aber so. Wir nehmen den mal schnell und es müssen aber. Soll jetzt irgendjemanden die Aufgabe Kräuter zu, ja? Warum ist Kräuter? Ah, weil beruhigend zu Kräuter zählt. Aha. Man kann ja Zäumer. Den Säbelzahntiger auseinandernehmen lassen. So. 5 Minuten, ein bisschen wenig. Da gucken wir mal nochmal ins Hauptmenü.
Vielleicht haben wir ja noch ein kleines Tutorial dabei. Ja, viel Schwarztierzähmung. Jagdtier füttern, Nahrungskonservierung. Könnte natürlich etwas länger dauern, dann ist das so. Aber das schauen wir uns mal an. Passt ja irgendwie zusammen, weil Tiere kaputt machen, Tiere fangen. Und beim Fangen muss man ja auch alles machen. So. Weisen Sie Stammesmitgliedern 3. 3 sollen jagen. Und weißt du, was das Problem war? Ich habe das auf detailliert gestellt gehabt. Mit einfacher wäre es einfacher gewesen. So, aktivieren Sie ausgewachsene Jagen für Hühner und Schafe. Hm? Huhn, Schaf. Zumachen. Warten Sie, bis die Jägertiere gejagt haben. Ganz ehrlich, das Jagen ist ja total einfach. Ja, ich weiß, hier muss man noch was zubauen, aber... Das wird das Tutorial uns ja noch sagen. So, wo laufen die denn hin? Da laufen die hin. Wahrscheinlich das Schafjagen. Hm. Weißt du, wir laufen an Schafen vorbei, um dann woanders die zu jagen. Warten Sie, wir warten. Ah, jetzt. So, und schon geht's weiter zum... Da. Zum Gehege. Also, baue 4 Zäune. Das bekomme ich hin. Ein Zauntor. Den Huhn. Aha. Bauen wir es da hin. Vor der Aufnahme kam auch ein neues Update. Wurde zumindest bei mir installiert. Da wurde auch hier zumindest in den UI-Anzeigen, also Benutzeroberfläche, nochmal eine ganze Menge gemacht. Sollte jetzt eventuell schon ein bisschen anders aussehen. Sie stehen hier nur rum und sie schleppt das alles dahin. Mann, jetzt, oh ja, wir wollen auch mitbauen. Sieht komisch aus mit den vielen Haaren. So, haben wir den Hühnerstall? Ja. Aktivieren Sie Jungtiere fangen für Hühner und Schafe. Küken und Lamm. Mann, warum fange ich Lämmer? Wenn ich da nicht mal was für die habe. So. Das haben wir ja alles gelernt in dem Stammverwalten-Tutorial von gestern. Das ist aber kein Jagen. Das ist andersrum. Das ist Jagen. Du sollst da aber fangen. Etwas, das wir noch nicht kennen. Jungs, ihr sollt... Lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen. Irgendwann werden die ja wohl mal
Da ist ein Huhn. Fang mal das Jungtier. Na, damit wir hier im Tutorial mal weiterkommen. Also während der jetzt rumläuft, schaue ich gerade mal. Stopp. Die haben hier wirklich 1, 2, 3 Betten für 6 Leute, ja. Funktioniert. Und dann aber auch gleich die Werkbank mit rein. Aber beispielsweise keinen beruhigenden Ort. Aber gut, sollen wir ja nicht machen. So, schauen wir mal weiter. Öffnen Sie das Menü Futterverwaltung. Haben wir. Stellen Sie Futterverwaltung die Futterkapazität auf den gewünschten Wert 100 ein. Ganz schwer. Das ist schön, dass er mir vorgibt, wo ich was bauen soll. Das ist immer das Schönste, wenn das Spiel mir alles sagt. Dann brauche ich nicht denken. Wolf ist Futterdruck. So, schafft ihr das jetzt? Nicht so ganz, da, weil die liegen da, pennen. Warte mal, hier fehlt noch einer. Wo ist der denn? Werde entladen. Also hier steht ja immer, was die aktuell machen. Oh, neues Küken. Drei männliche, ein weibliches. Na dann. Abteife ich mir jeglichen Kommentar. So, hier liegen noch zwei Knochenrüstungen. Müssen wir denn jetzt eine Wolfsjagd machen? Ich würde hier gerne auf die Karte gucken, aber das ist ja wieder ein Wissen, was ich ja schon vorher mir angeeignet habe, was ja muss nicht so zwingend sein, ne? Wir folgen dem Tutorial so, wie es da steht. Wisst ihr? Und sonst hätte ich nämlich wieder vorgearbeitet. Und das macht ja keinen Sinn. Also öffnen Sie die Weltkarte, wählen Sie ein Wolfsrudel auf der Karte aus und senden Sie einen Jagdtrupp. Es wird empfohlen, mindestens 3 Stammesmitglieder. Na gut. Ach, guck mal, da ist gleich was nebenan. Bilden Sie ein Team. Du. Um das jetzt so zu sagen, das Spiel oder Tutorial sagt mir, nehmt 2 Frauen und jage einen Wolf. Diesen Fehler habe ich so ähnlich schon mal gemacht. Es war nur Reihe. Und danach hatten wir 2 Frauen weniger und hatten riesige Probleme. Er sagt schon mal hier. Ach, guck an, jetzt sind sie unterwegs. Also, nur so als Tipp habe ich mal gehört, dass das vielleicht nicht gut ist, wenn man da gleich am Anfang Siedler verliert. Soll Probleme machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Warte, bis die Gruppe das Wolfrudel erreicht.
Ich warte. Dim, 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 dim. Dim, dim. Aha, habt ihr es? Ja. Befehle erteilen, genau. Den Stammesangehörigen den Säbelzahn. Säbelzahl? Soll das nicht eigentlich Säbelzahn heißen? Den sollt ihr angreifen. Und nur die Erwachsenen, bald den Kleinen. Nehmen wir ja dann mit. Steht hier, ja. Warum sage ich das eigentlich? Warten Sie, bis Ihre Gruppe, was einen Wolfsjungen zur Siedlung gebracht hat. Jetzt sollte ich mir eine neue Maus kaufen. Das Team hat die Herde erfolgreich gejagt und kehrt mit der Beute zurück. Dann kehrt mal. Das beschleunigen wir natürlich logisch. Da sieht man ja, dass die schon wieder da sind. Weisen Sie ein Stamm die Aufgabe Tierhaltung zu. Du sollst halten. Du sollst halten. Warten, bis der Wolf auf 60 gezähmt ist. So, hier oben steht's. Nicht Zufall, dass das bei 59 ist, ne? Dann soll ich dann warten, bis der Wolf ausgewachsen ist. Aber hier sehe ich zumindest 2 Jahre und ein bisschen was. So, stopp, warte mal. Nächste Sache, der ist ja ausgewachsen. Öffnen Sie Tiergefährtenoberfläche. Ja. Hammer. Wählen Sie den Stammesgehörigen aus, dann den und sagen zuweisen. Soll das auswählen, ne? Wenn ihr das sagt, dann machen wir das. Habe einen Schuppen gebaut. Nein, nicht mal das, ich habe ihn nur geplant. Soll ich dann noch mal hinschauen? Die Frische, ja. Baue 2 Fleischgestelle. Mach mal. Das Schöne an dem Tutorial ist, beobachten Sie, wie die das bauen. So weisen sie einem Stammesangehörigen Nahrung zu.
Doppelklicken Sie, um mehrere Fleischregale. Macht er. Ändern Sie Ihre Lagerpriorität auf. Hoch. Wow. Also haben wir jetzt gelernt, wie wir Tiere jagen, wie wir sie fangen auf der einzelnen Karte und wie wir auch auf der Weltkarte Tiere jagen und fangen. Und wie wir sagen, okay, es ist wichtig, dass ihr Fleisch aufhängt. Gut, muss ich jetzt dazu sagen, habe ich nicht gemacht in der ersten Staffel. War vielleicht auch ein Fehler, weiß man nicht, egal. Aber damit sind wir nach 21 Minuten dann doch schon durch. Heute mal mit zwei Tutorials. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.